Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir stehen inmitten des Skelettwaldes und können uns eigentlich kaum noch erwarten, uns den dritten Dungeon endlich mal von innen anzugucken. Also nichts wie rein in dieses Schädelmaul. Einfach mal rein so. Wow. Und wir werden gleich mal mit der großen Truhe konfrontiert. Alles klar. Okay. Ja, und ich glaube, hier war dann tatsächlich auch der, den ich befürchte. Also nicht der Boss, sondern ein Gegner, der mir letztes Mal in den Sinn kam. Okay, hier brauchen wir schon einen Schlüssel. Wieder so einer hier. Ah, okay. Das Problem hat sich. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Wieder so ein Schlüssel-Dungeon. Okay. Ach, da oben sind Sterne. Ja, wunderbar. Witzig. Da muss jetzt ein Schlüssel drin sein. Okay. Du hast die Karte. Das ist aber trotzdem immer praktisch, als erstes im Dungeon die Karte zu finden. Dann kann man sich gleich mal einen sehr schönen Überblick verschaffen. Das ist mal mega übersichtlich. Habe ich größer in Erinnerung. Aber okay. Vor allen Dingen, das zweite Kellergeschoss besteht aus exakt einem kleinen winzigen Raum. Alles klar. Ja gut. Man muss dazu sagen, das ist zwar nicht Teil des Dungeons, aber man muss ja Overworld, also quasi den Wald an sich, den Skelettwald, mit einbeziehen, weil das ja alles irgendwie verbunden ist. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, es gab da so einen Abschnitt im Wald, den man nur über den Dungeon erreichen konnte. Über den, naja, Palast ist das nicht mehr, ne? Ist halt schon nur noch ein Verlies. Gut, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt kommen wir ja ohne Schlüssel nicht weiter und... Ach so, doch, ja, na klar. Es gab ja mehrere Eingänge. Okay, der war schon mal nichts. Beziehungsweise, was heißt nichts? Wir haben die Karte gefunden. Aber hier konnte man sich fallen lassen. So, wo sind wir denn hier? Okay, erstmal in Sicherheit, das ist gut. Alles klar. Jetzt sind wir hier oben bei den Sternen. Ja, sehr gut. Im Prinzip wollte ich hier auch genau hin. Haha. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich da draufsteigen möchte. So, dich konnte man, glaube ich, nicht besiegen. Dieses komische... Sparkle... irgendwas Vieh. Aber man konnte dich quasi austricksen. So, ja genau. Hier kann man was aufsprengen. So, boink. Gleich wieder mal wegpacken. Wir nehmen mal den Enterhaken. Der kann auch wunderbar als Waffe fungieren. So runter wollen wir jetzt nicht. Da waren wir nämlich schon. Also gehen wir mal hier weiter. Funktionieren diese Sternfelder auch raumübergreifend? Weil dann laufe ich da doch mal drauf. So, jetzt kommen wir da... Obwohl, wir würden unten lang kommen. Aber ich will ja wissen, ob da... Ja! Es hat tatsächlich so funktioniert, wie ich es mir dachte. So. Alles klar. Alles klar. Dann kommen wir jetzt gleich zur großen Truhe. Aber wir haben noch keinen großen Schlüssel. Oh, boom, 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 boom. Erstmal die Wand weggesprengt. Jetzt kommen wir hier übergangslos in den unteren Raum. Ja, ja. Diese hässlichen Würmer wieder rumtanzen. Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Ja, ach. Okay. Das heißt, ja, wir brauchen erstmal noch den
dritten Eingang, den wir schon gefunden haben. Halt, warte. Man kann sich doch bestimmt auch an den Statuen festhalten, ne? Mit dem Enterhaken. Falscher Knopf. Ja, sehr gut. Hör auf zu britzeln hier. So. Boing, boing. So, wir haben immer noch keine kleinen Schlüssel, um die Türen zu öffnen, die wir schon gefunden haben. Und wir haben immer noch keinen großen Schlüssel, um den Gegenstand aus der Truhe zu holen. Wo ich auch gerade nicht weiß, was das noch sein könnte. Wir haben... Mann... Da wollte ich hin. Was fehlt? Es fehlen nur noch 4 Gegenstände im Menü. Ach, doch. Ich glaube, ich habe einen Verdacht, was es sein könnte. Nichts, was oben noch fehlt, sondern was noch abgegradet werden kann. Das wäre natürlich cool, wenn es das jetzt hier schon wäre. Dann hätten wir auch wieder viele, viele, viele Möglichkeiten, auch in Hyrule, die wir noch erkunden könnten. Wo sind wir? Oh, doch nicht direkt im Nebenraum, sondern noch eine Ecke weiter. Ja gut. Dann muss es aber hier mindestens einen Schlüssel für irgendwo für uns geben. Mumien! Wie hießen die? Gyptos, ne? Gypto, Gypto, Gypto-Mumien. Oh, die halten aber viel aus. Ja, und den meine ich, den Deckengrabscher oder Todesgrabscher. Der ist mega fies. Der fällt halt irgendwann unangekündigt von der Decke. Also unangekündigt nicht ganz, ihr hört's ja. Er gibt so einen Sound von sich. Aber wenn man da halt mal nicht dran denkt und sich nicht bewegt, dann grapscht der einen und bringt den, also bringt uns zum Eingang des Dungeons zurück. Und das ist halt mega scheiße, wenn du schon kurz vorm Boss stehst oder... Ah. Gut, hier wäre es jetzt nicht schlimm. Aber trotzdem. Da ist es halt richtig assi. Ja, ich will zuerst oben lang. Und da komme ich doch garantiert nur hin, wenn ich den... Oh, natürlich. Jetzt muss ich die Statue hier ziehen. Und natürlich aufpassen, dass ich, wenn ich die Statue schon so langsam ziehe, nicht von dem Ding erwischt werde. Wie gemein. So, warte, ich warte noch eine ab. Komm mal runter. So, und jetzt. Zieh, Link, zieh! Oh Gott, nein, nein! Ich habe keinen Platz zum Manövrieren gehabt. Warum hat der Schalter denn jetzt wieder nicht gedrückt und alle Gegner wieder da? Na sichi. Halt, warte. Konnte man die Gyptos nicht anzünden? Ich bin ein Trottel. Okay, es klappt scheinbar nicht. Zumindest nicht mit der Lampe. War das meine letzte Fee? Nein, okay. Halt, nein. Die möchte ich nicht ausgerüstet lassen, die Flasche. Na, dann nehme ich mir einen Enterhaken. Ja, klappt auch nicht, natürlich. Aber der ist gut für die Teile. Mann! So. Hier kann ich wenigstens ein bisschen euch auf Abstand halten. Und du nervst! So, einmal, zweimal. Okay. Jetzt versuchen wir das ganze Spiel nochmal. Aber warum? Die Statue stand doch vorhin drauf oder habe ich die schon wieder runtergezogen? Die stand doch eigentlich auf dem Schalter schon drauf. So, nochmal. Warten, vielleicht kommt wieder einer. So. Jetzt und nicht zu weit ziehen. Stopp. Jawohl. Ah, Knochenschmeister. Ha. Ich dachte, in der Tür wäre ich sicher. Mann. Oh, ist das ätzend. Ich hasse diesen Todesgrabscher.
Oder Deckengrabscher. Oder wie auch immer der hier in dem Spiel noch heißt. Mann! Du nervst. Geh weg. Und warum bleiben die nicht tot, wenn ich die besiege? Also, alle. Weil den Grabscher nervt mich am meisten, aber... Jedes Mal, wenn ich an den Eingang zurückgeschmissen werde von dem Grabscher, sind auch alle anderen wieder da, ey. Richtig ätzend. Das wird ein anstrengender... Das wird ein anstrengender Dungeon, wollte ich sagen. Komm runter jetzt. Nein, Link, zieh doch. Und weg. Oh, gerade so. Weg, 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 weg. Muss hier erstmal... Oh Gott. Alter. Nein, nicht sterben. Nicht. Oh, nein. Der verwandelt mich wieder in einen Hasen. Dieses komische Sternglitzerzeug. Der hebt die, oder dieses komische Sternding, hebt die Wirkung der Mondperle quasi auf. So, nicht rausheben lassen jetzt hier wieder. Herz. Ha, kann ich dich auch lähmen damit? Ja, du bist gelähmt, sehr gut. So. Dann einmal aufsprengen bitte, weil da war nämlich, genau, da war nämlich noch so ein Mini-Winzraum. Oh, bitte lass da Feen drin sein. Bitte lass das so ein Secret-Feenraum sein jetzt. Nö, okay. Einfach nur ein kleiner Totenkopf mit einer großen Magieflasche. Was zur Hölle? Was ist hier drinne? Yes! Der große Schlüssel. Oh, dann können wir sofort zur großen Truhe zurück. Oder will ich mich noch... Warte mal. Nee, doch. Ich glaube, ich gehe gleich zur großen Truhe zurück. Denn... Wenn ich jetzt weiter nach links gehe... Der kleine Raum 2 weiter links, der sieht so aus, als hätte er einen Ausgang. Und ich glaube, dieser Ausgang bringt mich dann oben im Wald in dieses abgeschottete Gebiet. Da will ich jetzt noch nicht hin. Ich will erstmal die anderen Räume erkunden. Also. Aber, obwohl doch, ich kann ja mal in die Räume gehen, aber ich muss ja nicht raus. Ich muss ja den Ausgang noch nicht verlassen. Ich möchte vorher noch mindestens einen kleinen Schlüssel finden. Das wäre noch gut. Komme ich da rüber? Nee. Da ist nichts mit dem Enterhaken zum Fest. Ah, hier braucht man auch einen kleinen Schlüssel. Was soll denn das? Wo kriegt man die kleinen Schlüssel alle her? Aha, danke. Den... Ja, da hoch wäre jetzt natürlich noch ein interessanter Raum. Aber ich glaube, ich verwende den kleinen Schlüssel erstmal woanders. Und hoffe einfach mal, dass da nochmal kleine Schlüssel zu finden sind und verwende ihn dann hier. Weil ich möchte ja alles sehen, ich möchte ja alles erkunden. So, da gehen wir jetzt nicht raus. Und mit Sack und Pack, großem Schlüssel und kleinem Schlüssel, gehen wir jetzt hier raus. Und gehen da auf der anderen Seite wieder rein. Ich mag die Dinger nicht. Wenn die springen, ist das so... Ja, nicht unberechenbar, aber... Doch, ich musste von oben an die Truhe ran, weil von unten konnte ich nicht. Also muss ich mich hier fallen lassen. So. Ja, Herzen. Herzen sind gut. Boing. Genau.
Einmal da lang und dann sind wir bei der Truhe. Sind hier noch mehr Herzen, bitte? Danke. Nein. Nein, nein. Ja. Nein. Immer noch rum. Okay. Ne, da war ja eh nichts hinter. Ach so, ja, wir mussten wieder die Sterne betreten. Ich sehe Sterne am Boden. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Okay. So. Ist das drin, was ich vermute, oder was ganz anderes? Oh! Der magische Feuerstab. Mit ihm kannst du rotes Feuer versprühen. Achte auf deine Magieanzeige. Alles klar. Gut, ich habe was anderes vermutet. Und yeah. Der Feuerstab. Und ich habe ja versucht, die Mumien mit der Lampe anzuzünden, aber ich denke mal, sie sind jetzt mit dem Feuerstab auf jeden Fall entflammbar. Doch, doch, so war's doch. So, ja, geil. Haben wir den Feuerstab. Und den Schlüssel möchte ich jetzt... Nein. Doch, möchte ich hier einsetzen, ne? Ja. Moment, wieso waren wir in dem Raum schon? Wieso waren wir in dem Raum links von uns schon? Wieso ist der hellblau? Hier waren wir doch noch nicht. Was für ein Bug. Aber hier können wir das gleich mal ausprobieren. Mit dem Mumien entflammen. Brenngipto! Jawohl! Und die lösen sich sofort auf! Ist das geil! Das ist der Schwachpunkt. Ich hätte jetzt halt noch erwartet, dass sich nur die, in Anführungszeichen, Klopapierrolle auflöst und dass quasi dann so ein Skelett wie der hier darunter erscheint. Aber nein, die ging gleich komplett in Flammen auf. Geil. Wupp. Das ist nice. Du nervst. Nein, 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 nicht. Mann! Okay. Irgendwie habe ich den noch getroffen. Du nervst! Da ist auch nichts hinter. Was haben wir hier? Jawohl, wusste ich's doch. Jetzt hätte ich ganz gern noch einen zweiten kleinen Schlüssel. Weil den kleinen Schlüssel würde ich ja jetzt dann quasi, wenn ich einmal im Kreis laufe, wieder ganz rechts verwenden. Und dann hätte ich ganz gerne noch einen, damit ich in den kleinen Raum da links komme. Okay. Mal schauen. Bui. Hier wäre es doch jetzt ein idealer Platz, noch einen Schlüssel zu platzieren, oder? Okay, es ist der Kompass. Aber der Boden hat sich damit aufgelöst. It's a trap. Es war eine Falle. Okay, müssen wir halt hier ein bisschen rumbalancieren. Kriegen wir hier ein Herz? Ja, natürlich. Unter hohem Risiko. Ich habe ihn runtergeschubst und er mich auch. Gut, aber ich komme wieder und er nicht. So. Haben wir hier noch? Herz? Jawohl. Rechts oder links? Ich bin erstmal für links. Oh Gott. Oh Gott. Nee, das schaffe ich nicht. Jetzt. Herz. Sehr gut. Kommt mal her, kommt mal her. Put, 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 put. Okay, damit habe ich jetzt weniger gewonnen, als ich wollte. Ach, da ist ja noch einer. Mein Gott. Jetzt habe ich den mal runtergeschmissen. Eigentlich würde ich die blauen immer besiegen, weil die sind leicht zu besiegen. Die roten lohnen sich schon eher runterzuschmeißen. Gott, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Was gibt's hier, hä? Was gibt's hier? Nichts. Wirklich jetzt? Was soll ich hier? Okay.
Sag mir nicht. Ach doch, ich weiß. Es gab doch noch so eine Löcher im Wald, wo man eigentlich gedacht hätte, man soll da nicht runterfallen, aber man kann da runterfallen. Und dann komme ich auch in den einen großen Raum schräg links über uns. Ja. Okay, das heißt, wir müssen nochmal hoch raus in den Wald und uns da so ein Loch runterfallen lassen. Vielleicht gibt's da auch noch einen kleinen Schlüssel, wenn nicht hier noch der zweite auftaucht. Okay, ja. Das erscheint sinnvoll. Okay, jetzt ist... Da bounce eine die ganze Zeit gegen... So ein Gipto. Mann! Ich will den verbrutzeln. So. Ja, genau. Hier brauchen wir eigentlich jetzt den kleinen Schlüssel, um den Kreislauf abzuschließen. Och Gott, das kann doch nicht wahr sein, hier jemand. Da ist das Item einsetzen. So, und du brennst auch. Den Deckengrabscher auch gleich mit angezündet. So, haben wir hier noch was? Nein. So, okay, was haben wir hier drin? Schlüssel? Ja, alles klar. Dann hat sich das doch echt so ergeben, wie ich es erhofft habe. Kann man nicht verschieben? Bringst du dann irgendwas? Nein. Eigentlich müssten wir den Schlüssel hier gar nicht mehr einsetzen, weil wir kommen von beiden Seiten an diese Tür ran. Aber ich will es einfach. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Sehr gut. Dann haben wir den Komplex hier eigentlich abgeschlossen, ne? Und mit dem Schlüssel, den wir jetzt noch haben, können wir in den Raum da, wo wir noch nicht waren, ganz links. Aber ich will auch noch in den länglichen Raum oben mich davon runterfallen lassen. Vom Wald aus. So, das heißt, wir gehen hier erstmal wieder raus. Flamethrower. So. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Denn es ist schon wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und natürlich hoffe ich auch wieder, ihr bleibt weiterhin am Ball, denn nächstes Mal könnte ich mir vorstellen, dass wir den Dungeon hier rocken werden und den Boss platt machen. Also, Cheerio!